Nach dem deutschen Waffengesetz unterscheidet man Langwaffen und Kurzwaffen. Langwaffen sind Waffen, die länger als 60 cm sind. Kurzwaffen sind Waffen, die kürzer als 60 cm sind. Bei den Langwaffen unterscheidet man Büchsen, Flinten und die kombinierten Waffen. Die Jagd auf Wild mit sogenannten kalten oder blanken Waffen ist in Deutschland verboten. Unter kalten oder blanken Waffen versteht man in der Jägersprache eine weitmännisch verwendete Blankwaffe aus Metall, die ihre Antriebskraft aus dem direkten Einsatz von Muskelkraft bezieht. Bei den Büchsen unterscheidet man den Einzellader und den Mehrlader. Für welche Jagdart wird die Büchse hauptsächlich eingesetzt? Die Büchse, eine Waffe für den gezielten Kugelschuss, kommt hauptsächlich bei der Ansitzjagd zum Einsatz und hier vorzugsweise bei der Jagd auf Schalenwild. Wegen seiner T-Form auch T-Vierling genannt. Anordnung, in Kreuzform angeordnete Läufe meist mit zwei Flinten und zwei Kugelläufen. Merke, zu den kombinierten Waffen zählen alle Waffen, wo mindestens ein Kugel- und ein Schrotlauf vereinigt sind. Kombinierte Waffen sind Gewehre, die sowohl Schrot- als auch Kugelläufe aufweisen. Das können zweiläufige, dreiläufige und selten vierläufige Waffen sein. Eine kombinierte Waffe ist weder eine vollwertige Büchse noch eine vollwertige Flinte, vielmehr ist es ein Mittelding zwischen beiden und der Jäger bekommt eine Waffe in die Hand, mit der er im jagdlichen Alltag für alle möglichen Situationen entsprechend ausgerüstet ist. Als einläufige Flinten treten heute fast nur noch die Selbstladeflinten und die Repetierflinten in Erscheinung. Die Funktionsweise der Selbstladeflinten ist gleich wie bei den Selbstladebüchsen. Auch hier gilt zwei Patronen im Magazin und eine im Patronenlager. Die Repetierflinten haben ein meist vier Patronen fassendes Röhrenmagazin unter dem Lauf und der Vorderschaft, der es umschließt, dient zum Zurückziehen und Vorschieben zum Repetieren. Diese, wegen der eigentümlichen Repetierbewegung auch Pumpflinten genannten Gewehre, sind typisch amerikanische Waffen. In Deutschland werden überwiegend mehrläufige Flinten geführt, die Doppel- oder Querflinte und die Bockflinte.